einen wunderschönen. Ich weiß, das fällt gerade so ein bisschen unter die Kategorie. Ich sehe bescheuert aus und das weiß ich auch. Aber ich gehe heute zum Sport im Park. Ich bin hier also in der Nähe von Kniebrücke, vom Landtag, Fernsehturm. Und da wird heute für eine Stunde kostenlos Sport angeboten. Oh, ich schaue mir das Ganze einfach mal an. Das Ganze wird von der Stadt Düsseldorf veranstaltet. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Aber schauen wir das. Damen und Herren, willkommen zu den russischen Meisterschaften in Kegeln. Sehr gespannt, wie sich ist es Team Stark gegen Team Lenz. Und ich hoffe, ich bin Team Stark. Nein, es ist Team Rot gegen Team Schwarz. Und, oh, ich muss mal eben einen Kaffee bestellen. So, ich habe jetzt mit allerfeinsten Französisch einen Kaffee. Ja, ich muss auch mal ein bisschen Französisch aussprechen. Les chiens et dans la rue und so. Ja, genau. Also wir haben jetzt hier die Kegelmeisterschaft, luxemburgische Kegelmeisterschaft. Und ich denke, das wird sehr spannende Sache. Und ja, wir werden schauen, wer gewinnt und wer Team ja. Ich höre hier im Hintergrund, ist im Grunde wunderschön. Direkt ein Friedhof haben wir auch direkt nebenan. Dann denke ich hier das Haus mit den Fahnen hier dran. Das ist das Gemeindehaus, auch mit der Luftschutzsirene. Aber keine Sorge, wir überfallen uns. Wir wollen nur euer Bier und euren Kaffee.
wir holen uns gerade die Startunterlagen. Ah, da sieht man das schon. Ein ganz großes Zelt. Viele große Zelte. Ja. Wetter ist auch schön, kann so bleiben. Kann sogar noch ein bisschen wärmer werden, oder? Nicht? Okay. So, wie Sie sehen, hier so ein paar schöne Zelte. Natürlich auch die obligatorischen Bierzelte. Historisches Luxemburg. Hier hast du noch ein bisschen, ein bisschen Gel. Nach 13 bzw. 34 Kilometer und bei 5 Bier? 25. 25 Bier fahren wir jetzt in den Nachbarort und und essen Pizza. Nom, 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 nom.
um die verbrauchten Kalorien auch fachgerecht wieder aufzuholen. Die große Krabbe-Pizza ist die Pizza super knusperig. Pizza. Große Krabbe-Pizza. Ich gehe Pizza für dich und mich. Wie man sehen kann, hat sich das Wetter signifikant verschlechtert. Das heißt, es sind nur noch so, weiß ich nicht, 10 Grad, was um den Gegend rum. Und es nieselt auch leicht. Wir haben gerade Frühstück hinter uns. Es ist jetzt so 11 Uhr. Und ich packe jetzt gleich meine Sachen zusammen. Es geht gleich in Richtung Heimat. Leider schon. Aber, na gut, machen wir's. Gut, das war Muskelkater, ist nicht so schlimm wie befürchtet. Beide sind noch ein bisschen schwer, aber hält sich in Grenzen.